Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und heute bin ich wieder in einer GTA 4 Hacker Lobby gelandet. Auf der Sony PlayStation 3, das nochmal die ganzen Freunde, die da drin ist, sind Ninexo, PL765 Lauri. Und ja, jetzt zeige ich euch das mal. Zum Beispiel da oben zum Beispiel. Seht ihr das? Das ist ein bisschen komisch hier, echt chillig so. Und vielleicht schaffen wir es auch noch einen Heli zu besorgen. So, gehen wir mal in den Bullenwagen hier rein. Und holen uns mal erstmal einen Helikopter. Boah, seht ihr das? Ist das nicht nice hier? Was läuft hier denn hier, Digga? Ich wundere mich hier echt, was hier läuft. Das ist wieder so eine Hacker-Lobby. Ich war ja schon mal in so einer Lobby drin. Da war Ding. Ding? Ja, wie heißt es? So komische Klötzchen, so die Lane. Und jetzt seht ihr da oben ein Auto, was da rumfährt. Das gibt's nicht. Und als Beweis, dass das auch auf der PS3 ist, öffne ich hier meine PSN-Freundesliste. Sonst kann jeder behaupten, das ist auf dem PC oder auf der Schrottbox. Nein, es ist auf der PS3, ihr seht's also. Und ist echt nice so, wo ich immer lande, Mann, das gibt's gar nicht. Guckt euch das an. Mal gucken, vielleicht fliegen wir jetzt gleich irgendwo durch die Stadt oder so. Boah. Das war, glaube ich, ein Glitch jetzt. Jetzt hoffe ich, dass wir ein Heli ergattern und mal gucken, wie das so aussieht. Der Glitch, ein bisschen angucken. So, startet, Digga. Ja, wunderbar. Jetzt gucken wir uns das mal genauer an, detailgenau. So, oh, Jesus. Alter, wie geil ist das denn, Leute? Ich glaub's nicht, das ist eine Rennbahn, Leute. Das gibt's eigentlich gar nicht im Spiel. Das ist ein komplettes Teil, was es nicht gibt. Also, ja, mal echt nice, Digga. Da können wir jetzt bestimmt einen Basejump machen. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Oh, es geht immer höher, Digga. Oh, geil, du. Alter, das ist einfach episch. Jetzt können wir hier einen Basejump machen. Hier schön runterspringen. Und ja, mal gucken, was noch alles kommt. Vielleicht wird jetzt gleich noch der Pedobär in das Spiel reingespawnt. Oder Nico Bellic persönlich. Oder keine Ahnung. Jo, das war's auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Das war so eine kleine Hacker-Lobby. Echt nice Sache. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.